das denn? Ein Flugticket nach Südafrika. Willst du Falkenthal jetzt doch verlassen? Nein, Mama. Ich will hier nicht weg. Aber für Daniels Mutter wäre es die bequemste Lösung. Das Ticket ist von der Grafenberg? Warum kann die uns nicht endlich in Ruhe lassen? Weil sie Angst hat, dass eines Tages die Wahrheit doch ans Licht kommt. Dass man mir eines Tages doch irgendwann glaubt. Wie denn? So schnell wird sie mich nicht los. Ich werde sie anzeigen. So einen Schritt musst du dir sehr genau überlegen, Julia. Wenn du jetzt die Polizei einschaltest... Dann was? Das sind doch ungeheure Anschuldigungen, die du gegen Frau Grafenberg machen willst. Aber sie sind wahr. Ja, aber vielleicht glaubt man uns nicht. Und wir kratzen an Dingen, die wir besser ruhen lassen sollten. Mama, das, was dir in Südafrika passiert ist, das werde ich überhaupt nicht erwähnen, okay? Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Julia, ich habe kein gutes Gefühl. Mama, ich muss das jetzt tun. Ich will diesen Kampf nicht verloren haben. Und ich will, dass Daniel mir endlich glaubt. Du siehst fantastisch aus, Marie. Danke, es geht mir auch sehr gut. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie überrascht ich war, als Marie in diesem Hotel plötzlich vor mir stand. Das kann ich mir gut vorstellen. Wahrscheinlich genauso überrascht wie ich jetzt. Es ist auch ein irrer Zufall, dass ihr euch ausgerechnet in diesem Hotel in London über den Weg lauft. Jedenfalls, ich habe mich sehr gefreut, dich zu sehen, Annabelle. Du hättest dich schon viel früher bei uns melden müssen. Ich fand, dass es noch nicht der richtige Zeitpunkt war. Zum Glück ist uns ja der Zufall zur Hilfe gekommen. Es hat mich einen ganzen Nachmittag gekostet, Marie zu überreden, mit mir nach Falkenthal zu kommen. Ich war schon nach einer Stunde überzeugt. Aber deine Mutter war so bezaubernd, das musste ich noch ein bisschen auskosten. Und seit wann, also ich meine, seit wann bist du... Ich bin vor 2 Monaten aus der Klinik entlassen worden. Oder besser gesagt, man hat mich rausgeschmissen. Mein Therapeut wollte mich schon seit Anfang des Jahres loswerden. Tatsächlich? Vermutlich bin ich ein bisschen zu anhänglich geworden. Wahrscheinlich hat er befürchtet, ich hätte mich heimlich in ihn verliebt. Das wollen wir doch nicht hoffen. Nein, er wiegt mindestens 20 Kilo zu viel, ist klein und weit über 50. Außerdem glücklich verheiratet und 2 Kinder. Hm. Dann war es die Schweizer Bergluft, die dich gehalten hat? Ja. Die und die Angst vor der großen, weiten Welt da draußen. Hm. Das kann ich gut verstehen. Manchmal möchte man sich nur verkriechen. Und du? Wie geht's dir, Daniel? Okay, ganz okay. Wir hatten ein paar Aufregungen in der Firma, aber darüber wollen wir heute Abend nicht sprechen. Nein, es ist viel zu schön, dich wiederzusehen, Marie. So, ihr Lieben, ihr seid natürlich heute Abend meine Gäste. Ja, ich möchte Anzeige erstatten. Julia Schilling, Thuleweg 14 bei Becker. Morgen erst. Danke. Der Polizist hat gesagt, sie schicken morgen jemanden vorbei. Von der Kriminalpolizei. Kriminalpolizei? Ja, er sagt, es sei ja keine Gefahr im Verzug. Julia, wenn wir uns nur nicht selbst in Schwierigkeiten bringen. Ich bin froh, dass du nichts von Südafrika erzählt hast. Keine Angst, Mama, das werde ich auch morgen nicht tun. Du kannst es dir noch mal überlegen. Jetzt habe ich die Polizei informiert, jetzt gibt's auch kein Zurück mehr. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Ich habe diesen Entschluss gefasst und nun muss ich dazu stehen. Egal, ob es Mama Angst macht, egal, ob es mir Angst macht, egal, wie viel Aufregung es geben wird.
Ich will, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Wenn ich diese Geschichte einfach ruhen lasse, dann verrate ich mich selber. Nicht nur, weil ich all die Lügen dulde. Ich kann nicht gegen meine Überzeugungen handeln. Wenn ich das zulasse, habe ich es auch nicht verdient, dass Daniel mir vielleicht irgendwann verzeiht. Hallo, Sie machen Feierabend? Ja, gehen Sie auch schon? Nein, ich muss noch arbeiten. Können Sie mir bitte mal den Inhalt Ihrer Tasche zeigen? Meine Tasche? Wieso das denn? Ich bin beauftragt, alle Mitarbeiter beim Verlassen des Hauses zu kontrollieren. Seit wann das denn? Guten Abend. Es tut mir leid, ich mache nur meine Arbeit. Und wir wollen ja schließlich alle nicht, dass Firmeninterne der Falkenthal Porzellanmanufaktur bei der Konkurrenz landen, oder? Industriespionage bei uns? Naja, ich finde das auch ein bisschen übertrieben. Meinen Sie nicht? Herr Krill, ich muss auch Sie bitten, mir den Inhalt Ihrer Jacke zu zeigen. Aber was soll ich denn in meiner Jacke nach Hause tragen? Gut, dann nicht, dann muss ich Sie melden. Also schön, wenn Sie unbedingt wollen, ich habe nichts zu verbergen. So. Hier, mein Ticket hier raus. Mario Calabrese, der Chef meiner Freunde in Sizilien. Die Standleitung zur Konkurrenz. Und mein ganzes Sparvermögen in Schweizer Franken. Sonst noch Fragen? Na bitte, geht doch. Also jetzt bin ich seit 8 Jahren hier beschäftigt. Aber sowas. Wie gesagt, ich mache nur meine Arbeit. Einen schönen Abend noch. Der spielt sich aber auch, oder? Der macht doch nur seinen Job. Das ist Frederik, der uns nicht vertraut. Bei Gravenberg Senior hätte sowas nicht gegeben. Und bei Daniel erst recht nicht. Silke, ich glaube nicht, dass Frederik uns nicht vertraut. Ich glaube nur, dass sein Sicherheitsmensch seinen Job etwas zu ernst nimmt. Ja, das muss er doch auch. Er ist so neu hier. Ach so? Als ich neu hier war, habe ich da etwa jede Tasse Kaffee einzeln vorgekostet? Jetzt nimm's nicht so ernst. Genieß lieber deinen Feierabend, hä? Du auch. Das sieht ja köstlich aus. Du hast ja richtig Appetit. Ja, die Zeiten, in denen das nicht so war, sind Gott sei Dank vorbei. Wo ist eigentlich Patricia? Ich hatte gehofft, sie zu sehen. Die vergnügt sich irgendwo in der Sonne. Aber sie wird nächste Woche wieder da sein. Die wird bestimmt genauso überrascht sein wie ich. Ich hoffe, es ist eine positive Überraschung. Sehr positiv. Ich habe sie ein wenig vermisst. Immerhin waren wir gut befreundet, bevor das mit uns auseinanderging. Sie hat dich auch vermisst. Und sie hat oft von dir gesprochen. Sie war immer ein bisschen traurig, dass sie dich nicht in der Klinik besuchen durfte. Ja, es war besser so. Ich brauchte ein bisschen Zeit, um mit den Dingen klarzukommen, die passiert waren. Na, zum Glück ist es ja jetzt alles vorbei. Wie geht's eigentlich deiner kleinen Schwester? Charlotte? Ja, die muss doch jetzt fast schon 18 sein. Ja, dieses Frühjahr hätte sie fast Abitur gemacht. Lass mich raten. Sie ist in Mathe durchgerasselt. Mit Pauken und Trompeten. Leider hat eine Mathe-Nachhilfe von damals nicht nachhaltig gewirkt. Charlotte und die binomischen Formeln. Ich kann mich gut erinnern. Ja. Was hat sie denn vor, wenn sie das Internat beendet hat? Ich weiß es nicht. Ich denke, dass sie sich erst mal Ferien verdient hat, wenn sie die Prüfungen schafft. Na, natürlich. Sie will erst mal verreisen. Das nehme ich an. Ja, und ich werde in der Zeit das Haus renovieren. Das Chalet muss dringend renoviert werden. Ich hoffe, dass sie mit mir da wohnen wird. Wir haben uns ein bisschen aus den Augen verloren in den letzten 2 Jahren. Und du? Was sind deine Pläne für die Zukunft? Oh, ich habe eine lange, lange Liste. Ich repariere das Haus und ich werde mich in den Firmenvorstand einarbeiten. Ich möchte einiges erneuern und vielleicht sogar expandieren. Das hört sich spannend an. Mir schwebt vor, weitere Kaufhäuser in der Schweiz zu eröffnen. In der Schweiz? Ja. Ich werde mit dem deutschsprachigen Ausland beginnen. Da höre ich den Unternehmergeist seines Vaters heraus. Bravo, Marie. Mann, das ist die älteste CD, die wir haben. Ich mag die. Hier, hör dir das mal an. Nico, das ist voll die Rausschmeißermucke. Ihr seht so aus, als könnt ihr euch ein bisschen frische Luft ganz gut tun. Hm?
Nö. Zu viel frische Luft ist gar nicht gesund. Jetzt gebt euch einen Ruck. Ihr könnt mal wieder zusammen angeln gehen. Hm? Dann gibt's wieder 3 Tage Fisch. Außerdem wird's gleich dunkel. Na, dann gehe ich eben allein. Petri, heil! Sag mal, Schwesterchen, weißt du was? Hm. Dann spuck's aus. Nee, ich weiß nicht. Kann ich dich mal was fragen? Logisch. Wenn du mich auslachst, bist du tot. Okay. Okay. Dein erstes Mal, wie war das eigentlich für dich? Meine kleine Schwester wird erwachsen. Ich bin erwachsen. Mein erstes Mal. Sabine Schmidt. Sie war 2 Klassen über mir. Ein richtig heißer Feger. Und mit der warst du zusammen? Sozusagen. Denn meine Jungs standen auf sie, aber sie stand auf mich. Angeber. Und dann? Zuerst habe ich mich gar nicht an die rangetraut. Sie hat das gemerkt und ist auf mich zugekommen. Wir haben uns dann ein paar Mal nachmittags getroffen. Und dann hat sie mich verführt. Im Wald. Im Wald? Ja. Und wie war das? Weiß nicht. Irgendwas zwischen Paradies und peinlich. Paradies und peinlich. Ja. Ich war froh, dass ich es hinter mich gebracht hatte, mein erstes Mal. Also ehrlich gesagt, bin ich jetzt auch nicht schlauer als vorher. Mach nichts, was dir später leid tut. Mann, Nico. Weißt du, Lilly, wenn ich es mir richtig überlege, dann wird Sex völlig überbewertet. So, ihr beiden, ich bin müde. Ihr habt euch bestimmt noch eine Menge zu erzählen, da will ich nicht stören. Ich hoffe, ich sehe dich später in der Villa. Du bist natürlich unser Gast. Ich habe schon ein Zimmer im Hotel gebucht, danke. Oh, das kommt ja gar nicht in Frage. Du gehörst zur Familie. Du kannst auch gerne dein altes Gästezimmer wieder haben. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Natürlich, Marie. Großvater und Eva würden sich riesig freuen, dich zu sehen. Gegen die Überzeugungskraft der Gravenbergs ist man machtlos. Wunderbar. Dann lass ich dein Gepäck kommen. Bis später. Bis später. Bis später. Ist das wirklich in Ordnung für dich? Ja, natürlich. Deine Mutter hat sich überhaupt nicht verändert. Sie ist genauso gastfreundlich und offen wie früher. Sie hat dich schon immer sehr gemocht. Sag mal, wie lange haben wir uns jetzt nicht gesehen? 3 Jahre. 2 davon war ich in der Klinik. Das muss eine schwere Zeit für dich gewesen sein. In der Klinik wurde es besser. Das Jahr davor war schlimm. Ich habe einfach eine Menge Blödsinn gemacht. Zu viele Tabletten, zu viele Partys. Und dann meine Essstörung. Ich war komplett am Ende. Und dann habe ich gemerkt, wie gut mir die Therapie tut und habe die Hilfe angenommen. Warum durfte ich dich nie besuchen? Es war besser so. Ich brauchte den Abstand. Wenn du weiter so reumütig guckst, dann schicke ich dich zum Therapeuten. So ein Schuldkomplex ist nicht zu unterschätzen. Ich habe dich verlassen. Ja, aber du warst nicht schuld daran, dass ich nur noch 40 Kilo schwer in irgendeiner Ecke aufgewacht bin und nicht mehr wusste, wie ich da hingekommen war. Ich kann verstehen, warum du mich verlassen hast. Ich hatte ja niemanden, nur dich. Also habe ich mich festgekrallt. Festgekrallt? Naja, so vielleicht ein bisschen. Ja, doch, ich war ein richtiger Klammeraffe. Kein Mensch hätte es mit mir ausgehalten, ich selber ja nicht mal. Schließlich hatten wir ja doch eine schöne Zeit. Und jede Menge Spaß. Zum Beispiel, als wir in Paris waren und du die Muschelvergiftung hattest. Sehr spaßig. Und du in Südfrankreich, da bist du auf einen Seeigel getreten. Ich war tapfer. Du hast geweint. Weil mir der Seeigel leid getan hat. War es nun richtig, die Polizei anzurufen?
Man wirft manchmal nur einen kleinen Stein ins Wasser, der dann unendlich große Kreise zieht. Wer weiß, was für Wellen meine Entscheidung schlagen wird. Aber selbst wenn ich einen Sturm heraufbeschwöre, so ist es doch die einzige Möglichkeit, alle Hindernisse beiseite zu räumen. Hallo, Julia. Hallo. Ist dir alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Ich wollte nur ein bisschen frische Luft schnappen. Kann ich dich mal was fragen? Na klar. Das hört sich ja richtig ernst an. Das ist es auch. Es geht um Tim. Habe ich mir schon gedacht. Neulich nach der Party habe ich bei ihm geschlafen und wir haben rumgeknutscht und dabei ist es nicht geblieben? Doch. Aber nur, weil ich abgehauen bin und dann bei Kolja auf dem Sofa geschlafen habe. Verstehe. Tim wollte mehr als du. Aber ich will ja eigentlich auch, nur halt nicht so verdammt schnell. Dann hast du doch alles richtig gemacht. Du machst doch gut, dass du bei Kolja geschlafen hast. Tim hat das nicht kapiert. Er war sauer deswegen. Das musst dich überhaupt nicht kümmern, Lilly. Das tut's aber. Ich hab Angst, wenn... Du hast Angst, wenn du nicht ganz, ganz schnell mit ihm schläfst, dann trennt er sich von dir? Irgendwie ja. Lass dich doch nicht so unter Druck setzen. Du bestimmst den Zeitpunkt. Du kannst dir alle Zeit der Welt lassen. Ihr seid ein Team. Deine Meinung zählt genauso wie seine. Vielleicht bereust du es sonst eines Tages, wenn du es nur ihm zuliebe tust. Was ist, wenn er das spießig findet? Da hat er Pech gehabt. Wenn er dich wirklich mag, dann muss es ihm doch wichtig sein, dass es dir auch gut geht dabei, oder? Ja, stimmt. Also, mein erster Freund und ich, wir haben uns damals ein halbes Jahr Zeit gelassen. Und wie war das dann? Naja, irgendwie unbeholfen, aber lieb. Am Ende haben wir über uns selbst gelacht. Verstehe. Irgendwas zwischen Paradies und peinlich. Nein, es war überhaupt nicht peinlich. Wir waren uns ja ganz nah. Wir hatten ganz, ganz großes Vertrauen zueinander. Warum habt ihr euch getrennt? Mama und ich mussten mal wieder umziehen. Guten Abend, Eva. Haben Sie schon gehört? Wir bekommen Besuch. Nein, keine Ahnung. Wer kommt denn? Annabelle hat mir gerade erzählt, Marie Vermont ist in Falkenthal. Marie ist in Falkenthal. Selbstverständlich wird sie bei uns wohnen. Oh, das freut mich aber. Endlich mal eine richtig gute Nachricht. Mhm. Ist sie denn wieder gesund? Ja, es scheint ganz so. Und wie lange wird sie bleiben? Ich kenne Maries Pläne nicht, aber ich hoffe doch, dass sie ein paar Tage bleibt. Oh, was koche ich denn da? Ah, sie wird doch bestimmt beim Essen sehr vorsichtig sein müssen. Geben Sie ihr bloß nicht den Diätkram, den Sie mir seit Wochen vorsetzen. Leute mit Essstörungen machen ganz besondere Diäten. Guten Abend. Marie, wie schön, dass du da bist. Du siehst unverschämt gut aus. Danke. Ich freue mich, dich zu sehen. Marie, das freut mich aber. Hallo, Eva. Jetzt hast du uns erwischt. Wir haben gerade über dich gesprochen. Entschuldigung. Aber nur Gutes. Davon gehe ich aus. Und, Eva, ich habe mich schon sehr auf deine gute Küche gefreut. Wehe, du kochst etwas anderes. Es geht mir nämlich hervorragend. Das sieht man. Du siehst gut aus. Fantastisch. Danke, das ist nett von dir. Das ist nicht nett, das stimmt. Und, wie lange wirst du bleiben? Das weiß ich noch nicht. Vielleicht ein, zwei Tage. Da du uns schon erwischt hast, was möchtest du morgen essen? Ich darf mir was wünschen? Ente mit Rotkohl und Klößen. Hervorragende Wahl. Das nehme ich auch. Im Gegensatz zu Marie, mein lieber Herr Grafenberg, müssen Sie auf Ihr Herz achten.
Mach dir nichts draus. Morgen, Mama. Morgen? Du machst schon Frühstück? Ja, ich denke, wir sollten fertig sein, wenn die Polizei kommt. Ja, ja, natürlich. Ich bin noch völlig fertig. Ich habe die ganze Nacht kaum geschlafen. Hast du wieder Albträume gehabt? Ja. Von Hermann in Südafrika. Wie er mich festhält. Und ich ihn wegstoße. Und er stürzt und bleibt leblos am Boden liegen. Mama, davon werden wir nichts sagen. Das war Notwehr. Aber die werden doch nachfragen. Die werden alles wissen wollen. Warum Jörg Schwarz dir überhaupt drohen kann? Jörg Schwarz hat mich erpresst. Mit Erfolg. Wenn ich ihm nicht nachgegeben hätte, hätte er Daniel was angetan. Aber jetzt ist doch die Gefahr vorbei. Können wir die Sache nicht auf sich beruhen lassen? Mama, ich wünsche, du würdest mich verstehen. Die Gefahr wird nie vorbei sein, wenn wir nicht anfangen, uns zu wehren. Jörg wird mich immer weiter bedrohen. Wenn es nur gut geht. Bitte zieh dich jetzt an und frühstücke mit mir, damit wir einen klaren Kopf haben, wenn die Polizei hier ist. Julia, ich habe Angst. Mama, das habe ich auch. Dagegen tun wir jetzt was. Herein. Mutter. Wie geht's dir? Ich will nicht zu euphorisch klingen, aber ich muss sagen, ich freue mich wieder richtig auf die Firma. Und wir alle freuen uns, dass du wieder da bist. Dann gehe ich mal los. Daniel, ich habe bereits Marie getroffen. Sie ist schon um den See gejoggt. Ich bin wahnsinnig froh, dass es dir wieder richtig gut geht. Ich hatte ein schlechtes Gewissen. Ach, das musst du nicht. Das hat sie auch gesagt. Aber ich glaube, wir können ihr sehr helfen. Was meinst du damit? Außer ihrer kleinen Schwester Charlotte hat sie ja niemanden mehr. Sie hat ja keine Familie. Und ich glaube, die können wir ihr ein wenig ersetzen. Aber das tun wir doch schon, oder? Ja, aber sie braucht Zuwendung. Ein bisschen Wärme. Schließlich muss sie ihr Leben noch mal ganz von vorne anfangen. Und dabei können wir ihr helfen. Mutter? Ja? Du hast doch keine Hintergedanken, oder? Hintergedanken? Marie und ich hatten bereits unsere Beziehung. Das ist vorbei. Wir sind jetzt gute Freunde, nicht mehr. Oh, nein, nein, nein. Ich werde mich nicht mehr in dein Liebesleben einmischen. Das habe ich ja jetzt gelernt. Ich habe überhaupt keine Hintergedanken. Dann ist es ja gut. Ich dachte da eher an etwas anderes. Als Maries Eltern noch lebten, hat die Vermont-Kaufhauskette unser Porzellan vertrieben. Und warum sollten wir nicht alte Geschäftsverbindungen wieder aufleben lassen? Marie hat ja große Pläne. Darüber können wir reden, Mutter. Und wenn Frederik die Idee gefällt, dann können wir uns gerne mal mit Marie zusammensetzen. Aber jetzt muss ich wirklich los. Gut. Was denkst du, Andreas? Wird der neue Sicherheitschef jetzt jeden Tag in unsere Taschen gucken? Das glaube ich nicht, Silke. Wenn dieser Typ erstmal mit uns warm geworden ist, dann wird er uns auch bald vertrauen. Ja, ein Glück. Hätte er sonst was in meinen Taschen haben können. Sonst was? Was hättest du denn in deinen Taschen haben können? Persönliches eben. Geheimnisse. Na, da hast du ja noch mal richtig Glück gehabt, hm? Hallo zusammen. Hallo. Hi. Kann ich bitte einen Apfelsaft haben? Klar. Du glaubst es nicht. Unser neuer Chef Frederik hat gestern unsere Taschen kontrollieren lassen. Wirklich? Mhm. Ja, hat er.
Jörg Schwarz hat gestern zu Feierabend unseren Tascheninhalt kontrolliert. Mann. Danke, Andreas. Bitte. Hey. Na, wie war dein freier Tag? Bisschen langweilig. Hier war ganz schön was los. Sicherheitskontrollen wie auf dem Flughafen. Hab schon gehört. Warum denn eigentlich? Angeblich sind irgendwelche Designentwürfe weggekommen. Echt? Angeblich. Ist irgendwas? Nö. Tim, du hast doch was. Na, Lilly, was soll ich wohl davon halten? Wir liegen zusammen in meinem Bett, küssen uns und alles ist wunderbar. Und plötzlich springst du auf und kriechst zu Kolja in den Schlafsack. Naja. Bin ich Koljas Vorgruppe? Nein, natürlich nicht. Aber zwischen Kolja und mir, da läuft doch überhaupt nichts. Wir sind wie Geschwister oder wie beste Freundin. Ich war nur müde, ich wollte schlafen. Das hättest du auch bei mir gekonnt. Ich muss jetzt los. Bis später. Ich fasse mal zusammen. Jörg Schwarz, der als Sicherheitschef bei der Falkenthal Porzellan arbeitet, hat Ihnen gedroht, Daniel Gravenberg zu töten. Ja. Weiß Herr Gravenberg das? Ja. Und warum überlässt das dann Ihnen, die Sache zur Anzeige zu bringen? Weil er mir nicht glaubt. Welches Motiv hat Herr Schwarz für seine Drohung? Wir sind Ex-Arbeitskollegen. Wir haben zusammen in Südafrika gearbeitet. Ich bin dort auf seine Annäherungsversuche nicht eingegangen. Er ist eifersüchtig. Ein Stalker also. Sie meinen, Herr Schwarz glaubt, Sie zu gewinnen, indem er Ihren Verlobten bedroht und Sie davon vorher in Kenntnis setzt? Ich weiß, dass sich das alles wirr anhört. Aber Jörg handelt nicht nur aus dem einen Grund, sondern auch im Auftrag von Frau Gravenberg, Daniels Mutter. Wollen Sie behaupten, dass Frau Gravenberg Interesse am Tod ihres Sohnes hat? Nein, natürlich nicht. Es ist nur so, dass Frau Gravenberg meinen Verlobten und mich um jeden Preis auseinanderbringen möchte. Ja, wäre es dann nicht einfacher für Frau Gravenberg, Sie zu bedrohen? Ich habe gesehen, wie Frau Gravenberg und Herr Schwarz sich heimlich getroffen haben. Das ist nicht strafbar. Hören Sie, ich weiß, dass das alles sehr unglaubwürdig klingt, aber ich war mit meinem Verlobten am See. Er ist dort ziemlich weit rausgeschwommen. Und ich habe dann auf dem Handy einen Anruf von Jörg Schwarz bekommen, der mich ans Wasser zitiert hat. Ich habe gesehen, wie ein Jetski Daniel fast tot gefahren hat. Und das ist nur ein ganz, ganz kleiner Vorgeschmack von dem, wozu Jörg wirklich fähig ist, wenn ich... Können Sie irgendetwas von dem, was Sie mir da erzählen, beweisen? Gibt es Zeugen? Nein, gibt es nicht. Aber ich denke mir das nicht aus. Bitte glauben Sie mir. Frau Schilling, können Sie irgendetwas von dem, was Ihre Tochter mir erzählt, bezeugen? Fotos zu bedeuten. Ist das nicht offensichtlich, Julia? Deine Mutter ist für den Tod eines Menschen verantwortlich. Nein, das kann ich nicht. Gut. Ja, wir werden uns der Sache annehmen. Sie hören von uns. Auf Wiedersehen. 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 Meinst du, sie hat dir geglaubt? Sie wird der Sache nachgehen. Nur das ist wichtig. Ich soll Jörg Schwarz den Auftrag gegeben haben, meinen Sohn zu bedrohen? Das ist ja ungeheuerlich. Mutter, bitte beruhige dich. Wir müssen solchen Anschuldigungen nachgehen. Ich habe dieser kleinen Schilling ja einiges zugetraut. Aber das geht jetzt wirklich zu weit. Das ist vollkommen absurd. Mein Leben ist nicht zu einem einzigen Zeitpunkt in Gefahr gewesen. Frau Schilling berichtete uns von einem Vorfall am See. Am See? Ja, da gab es einen Jetski-Fahrer. Der jagte da so auf dem See herum. Und Sie hatten nicht den Eindruck, dass dieser Jetski-Fahrer Sie bedrohte? Nein. Er hat mich nicht gesehen. Ich war der einzige Schwimmer am See. Seit wann kennen Sie Jörg Schwarz? Ich habe ihn flüchtig in Südafrika kennengelernt. Auf der Lodge meines Onkels, Frederik Gravenberg. Er war sehr zuvorkommend, zuverlässig.
Es gibt für uns keinen Grund, an seiner Loyalität zu zweifeln. Mein Onkel hat ihn hierher geholt, in die Manufaktur. Und Sie, Frau Gravenberg, seit wann kennen Sie Jörg Schwarz? Ich war auf einer Geschäftsreise, als er eingestellt wurde. Ich kam gestern zurück. Das ist richtig. Wissen Sie jetzt alles, was Sie brauchen? Ich denke ja. Mir ist völlig klar, warum sich Julia Schilling so etwas ausdenkt. Sie war immer hinter unserem Geld her. Vielleicht glaubt sie ja, wir würden ihr Geld anbieten, damit sie diese lächerlichen Behauptungen nicht länger verbreitet. Und Sie, Herr Gravenberg? Haben Sie eine Erklärung dafür, warum Frau Schilling solche Anschuldigungen erhebt? Nein. Wir werden Sie über den weiteren Verlauf unserer Untersuchung selbstverständlich informieren. Ich werde mir überlegen, ob ich Frau Schilling wegen Verleumdung anzeige. Das bleibt Ihnen überlassen. Auf Wiedersehen. Das darf doch wohl jetzt nicht wahr sein. Was fällt Julia ein, uns die Polizei ins Haus zu schicken? Diesen perfiden Lügen. Und Sie haben dir in der Klinik das Kochen beigebracht? Ja. Man lernt, sich ausgewogen und gesund zu ernähren. Das gehört zur Therapie dazu. Mhm. Na, dann war das doch eine gute Sache, in der Klinik zu sein. Ja, das stimmt. Wobei ich finde, dass ich mir ein bisschen viel Zeit gelassen habe. 2 Jahre. Was man in der Zeit alles hätte machen können. Gut Ding will Weile haben. Manches dauert eben länger. Eva, kann ich dich was fragen? Natürlich. Daniel, er wirkt so erschöpft. Ja, Daniel hat in letzter Zeit viel gearbeitet. Nur gearbeitet? Naja. Hat er keine Beziehung? Marie. Daniel hat in letzter Zeit sehr viel Kummer gehabt. Aber das soll er dir am besten selbst erzählen. Ich verstehe von all dem, was hier passiert ist, sowieso nur die Hälfte. Ich hätte Daniel Grafenberg bedroht. Warum sollte ich das tun? Beantworten Sie bitte nur meine Fragen, Herr Schwarz. Seit wann kennen Sie Annabelle Grafenberg? Seit gestern. Wir wurden bekannt gemacht, nachdem Frederik Grafenberg mich eingestellt hat. Frau Schilling sagte, Sie seien möglicherweise eifersüchtig auf Ihre Beziehung zu Daniel Grafenberg? Nein, das sicher nicht. Ich habe Julia Schilling bereits in Südafrika kennengelernt und schon da habe ich einen großen Bogen um sie gemacht, wenn Sie wissen, was ich meine. Tut mir leid, Herr Schwarz, das weiß ich nicht. Können Sie es mir ein bisschen genauer erklären? Sie war unzuverlässig. Sie hat ihre Arbeit von heute auf morgen geschmissen, ohne irgendjemandem Bescheid zu sagen. Es können auch noch andere Kollegen bestätigen. Ich gebe Ihnen gerne die Telefonnummer. Und weiter? Sie hat alles liegen und stehen lassen, nachdem sie Daniel Grafenberg bei dieser Safari kennengelernt hat. Sie ist ihm einfach nachgereist. Witterte wahrscheinlich eine gute Partie. Warum glauben Sie, erhebt Frau Schilling solche Vorwürfe gegen Sie? Ich weiß es nicht. Aber schließlich ist Ihre Verlobung mit einem Millionenerben geplatzt. Es ist wahrscheinlich Ihre Art, sich für Daniels Entscheidung zu revanchieren. Und sie braucht Geld. Sie hat eine spielsüchtige Mutter. Wissen Sie mehr darüber? Nein, tut mir leid. Aber Julia Schilling tut eine Menge, um an Geld zu kommen. Das können Sie mir glauben. Herr Schwarz, es tut mir leid, wenn wir Sie hier aufgehalten haben sollten. Auf Wiedersehen. Selbstverständlich, keine Ursache. So ruhig heute. Ich denk nach. Worüber? Das ist alles so kompliziert. Unser Design? Nein, Kolja, das mit dem Verliebtsein. Tim ist sauer und das tut mir total leid. Wieso ist der denn sauer? Weil ich nach der Party bei dir geschlafen habe und nicht bei ihm. Für mich war das okay.
Ja, für mich ja auch, aber für ihn nicht. Wieso bist du eigentlich zu mir auf die Couch gekommen? Ich dachte, ihr hattet keinen Stress. Hatten wir auch nicht. Aber? Es war alles ganz nett und irgendwie... Findest du es verklemmt, wenn ich mir mit dem Sex noch Zeit lassen will? Ach so, verstehe. Tim darf nicht sauer sein. Du wolltest es doch so. Das muss er verstehen. Würdest du das denn an seiner Stelle verstehen? Klar, wenn ein Mädchen nicht mit mir... Also, klar würde ich das verstehen. Tim ist sauer, weil ich dann bei dir geschlafen habe. Vielleicht ist er ja ein bisschen eifersüchtig. Das muss er doch nun echt nicht sein. Das ist jetzt nicht mehr zu ertragen. Was ist passiert? Dieses Fräulein Schilling hat uns die Polizei in die Firma geschickt. Annabelle hat mich gerade angerufen. Sie und Daniel wurden verhört. Wie bitte? Verhört weswegen? Sie macht uns die ungeheuerlichsten Vorwürfe. Was denn für Vorwürfe? Sie unterstellt Annabelle Erpressung. Was? Ja, das war, was diese unmögliche Person der Polizei mitgeteilt hat. Wen soll sie denn erpresst haben? Sie behauptet, Annabelle hätte jemanden angestiftet, Daniel zu bedrohen, damit die Verlobung gelöst wird. Das Mädchen reagiert über. Sowas denkt man sich nur aus, wenn man nicht wahrhaben will, dass eine Liebe vorbei ist. Meine liebe Eva, Ihr Verständnis haben Sie bitte, wenn ich nicht gerade zuhöre. Das ist das Abwegigste und Abscheulichste, was unserer Familie in den letzten 100 Jahren passiert ist. Es kann sich nur um ein Missverständnis handeln. Sowas muss man ignorieren. Das kann der Manufaktur schaden. Das inszenieren diese beiden Frauen doch nur, um unseren guten Ruf zu zerstören. Werner. Ja. Danke, Marie. Ich habe es gleich gewusst, dass dieses Mädchen nur Ärger bringt. Sie und ihre komische Mutter. Wer sind denn diese Leute überhaupt? Uninteressant. Völlig egal. Das Ganze ist bestimmt nur ein Missverständnis. Daniel war mit der Tochter einige Zeit zusammen. Und ich bin mit der Mutter, mit der Christa Schilling, befreundet. Andreas, du glaubst gar nicht, was ich eben gehört habe im Kopierraum. Hast du etwa das Gespräch mit der Polizei belauscht? Silke, sowas darf man nicht. Ich weiß, dass man das nicht darf, aber wenn du gehört hättest, was ich gehört habe, dann wärst du auch nicht weggegangen. Worum ging's denn? Die Polizei hat gesagt, dass Julia behauptet hätte, Jörg Schwarz sei beauftragt worden, von Frau Gravenberg Daniel zu bedrohen. Machst du Witze? Ich habe nur erzählt, was ich gehört habe. Das ist doch völlig bizarr. Die Polizei lügt doch nicht. Ja, Julia auch nicht. Wie kommt's denn auf sowas? Vielleicht haben wir uns alle in Julia getäuscht. Wir haben alle gedacht, Julia ist eine ganz Liebe. Es tut mir leid, Silke, aber das denke ich immer noch. Ja, und ich habe geglaubt, sie ist meine Freundin. Dabei hat sie mich Daniel technisch voll ins Messer laufen lassen. Das hat sie nicht. Sie hat einfach nur ihre Liebe geheim gehalten. Obwohl sie genau wusste, dass ich Daniel liebe. Liebte. Julia würde niemals den Grafenbergs schaden und solche ungeheuren Behauptungen aufstellen, ohne Grund. Das ist absoluter Schwachsinn. Aber ich habe dir doch nur erzählt, was ich gehört habe. Schau mal, fest steht, dass seit einiger Zeit der Haussegen schief hängt. Und das ist schon schlimm genug. Ja, seit Frederik unser neuer Chef ist. Hey, was hast du denn da? Das ist ein Wisch von der Berufsschule. Den muss der neue Chef unterschreiben, dass er einverstanden ist, dass ich auf Klassenfahrt mit nach Mailand fahre. Und warum gibst du ihm den nicht? Ich will nicht, dass er denkt, ich drück mich vor der Arbeit. Gerade jetzt, wo so viel zu tun ist. Du willst freiwillig hier bleiben? Naja, wenn es sein muss. Koya, manchmal bist du echt zu gut für diese Welt. Also eine Klassenfahrt nach Mailand, die würde ich mir nicht so einfach durch die Lappen gehen lassen. Das sagst du so. Mitgekriegt, dass die Polizei im Haus war? Nee. Die Polizei? Silke ist total durch den Wind. Die hat zufällig alles mit angehört. Was denn? Ja, das Verhör. Verhör? Wer ist denn verhört worden? Hat
das irgendwas mit dem angeblich geklauten Design zu tun? Nee, es heißt, dass dieser Mr. Wichtig, dieser Typ von der Sicherheit, Daniel bedroht haben soll. Was? Wieso? Keine Ahnung, Silke redet wirres Zeug. Jörg Schwarz hat Daniel bedroht? Aber er ist doch der Sicherheitschef. Und ganz schön nervig dazu. Aber Daniel bedrohen? Ich glaube nicht, dass er sich das trauen würde. Obwohl... Tim, du nimmst uns auf den Arm, oder? Nein, frag Silke doch selbst. Julia soll auch was damit zu tun haben. Julia? Aber Julia kann überhaupt nichts gemacht haben, weswegen die Polizei hier aufkreuzt. Was weiß ich denn? Seitdem der alte Grafenberg im Ruhestand ist, geht's hier nur noch drunter und drüber. Frau Schilling, wissen Sie, was das hier ist? Nein. Das habe ich mir aus dem Polizeicomputer ausdrucken lassen. Es ist eine Liste verschiedenster Anzeigen. Anzeigen, die gegen Sie erstattet wurden. Es sind alles Bagatelldelikte. Sie wurden nicht weiter strafrechtlich verfolgt, aber ich fand sie trotzdem ganz interessant. Und was hat das alles jetzt mit meiner Anzeige zu tun? Ladendiebstahl, Zechprellerei, Mietschulden, die Liste ist lang. Kann es sein, dass Sie finanzielle Probleme haben? Ja, wir haben finanzielle Probleme. Aber deswegen habe ich Ihnen trotzdem die Wahrheit gesagt. Sehen Sie, Frau Schilling. Die von Ihnen Beschuldigten haben einen guten Leumund. Es liegt nichts gegen diese Personen vor. Und Sie haben keine Beweise. Aber was soll ich denn noch tun? Ich habe niemanden verleumdet. Ich habe die Wahrheit gesagt. Wenn man Geld braucht, dann macht man manchmal große Dummheiten. Das habe ich oft erlebt in meinem Job. Und wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, ziehen Sie die Anzeige zurück. Ich bin mir sicher, dass Annabel Grafenberg andernfalls juristische Schritte gegen Sie einleiten wird. Juristische Schritte? Gegen uns. Ja. Und bei Ihrer Vorgeschichte kann das sehr unschön für Sie ausgehen. Glauben Sie mir. Sie glauben tatsächlich, ich mache das alles nur, um den Grafenbergs zu schaden, um so an Ihr Geld zu kommen? Mich würde schon interessieren, was Sie sich eigentlich von dieser Anzeige versprochen haben. Willst du jetzt einfach aufgeben? Lilly, was soll ich denn machen, wenn mir nicht mal die Polizei glaubt? Julia Schilling kehrt wieder nach Südafrika zurück. Soweit ich weiß, hat sie bereits ein Flugticket. Du hättest das Flugticket von meiner Mutter annehmen sollen. Bitte tu mir und dir den Gefallen und verschwinde endlich!